Comedy. Es ist Pfingsten, habt ihr schon bemerkt? Habt ihr bemerkt? Die Wolken sind weg, die Sonne scheint, es kann losgehen. Erste Kompanie, wir üben jetzt schon mal für die Fahrt auf das Pfingstschützenfest und auf die erste Kompanie. Hinterher lässt man ab. Ein kräftiges, dreifaches Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Hurra! Hip Hip! Zur Information, wir sind eingeladen hier. Sigi Rüther, Frank Kassen und Dirk Kassen geben ein Fass Bier aus. Schwestern, Schützen, Brüder, wir haben hier eine schöne Zeit mit unserer Majestät verlebt. Bataillon, Stegestand, zur Frontabnahme, die Augen links. Als neue Kinderkönigin im Jahr 2015 sind Eddie Hackmann. Applaus.
Lindros. Thank you.
Warwick Eccentric heute Morgen hier im Festzelt unter Wehrings Eichen. Besonders begrüßen möchte ich unseren Bürgermeister Heinrich Fieker von der Stadt Espelkamp. Ja, lieber Wilfried Hirschel, verehrte Majestäten, liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, ja, erstmal herzlichen Dank für das Ständchen, für die Glückwünsche. Alt-Espelkamp hat zwei wunderschöne Schützenfesttage schon gehabt. Stillstand! Rechts um! Fahne und Spiel hoch! Im Gleichschritt Marsch! Nicht nur davon träumt, du bist noch nicht da.
Ein Traum wird heute für uns wahr. Verehrte Gäste, anwesende Majestät. Nach einem spannenden Schießen, das eröffnet wurde durch Altkönig Ralf Beber, Jungkönig Malte Klasin, den Vertretern der Stadt Raden und der Stadt Espelkamp, stehen unsere neuen Könige fest. Bevor wir jetzt zur Proklamation des neuen Jungkönigs kommen, möchte ich noch ein paar Worte des Dankes an unser Jungkönigspaar richten. Lieber Malte, auch dein Königsjahr geht nun zu Ende. Trotz eurer zeitaufwendigen Hobbys wie Fußball und Reiten habt ihr alle Termine und Verpflichtungen zusammen mit euren Adjutanten und den Jungschützen wahrgenommen und den Verein vorbildlich präsentiert. Der ein oder andere Einsatz endete mit Spiegeleieressen. Auch dir, Jenny, vielen Dank für deinen Einsatz in unserem Verein. Du hast Malte immer zur Seite gestanden und ihn unterstützt. Beim Kreisköniginnen-Schießen in der Reininger Schießhalle konntest du den zweiten Platz belegen. Nochmals herzlichen Glückwunsch dafür. Ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal an wie letztes Jahr. Danke, danke, danke. Ich wollte schon immer Königin werden. Ich weiß gerade nicht, wo Marina ist. Ich habe ihr letztes Jahr den Adlerbohrer-Nase weggeschossen. Das tut mir auch so ein bisschen weh. Aber dieses Jahr habe ich wirklich einige Leute, bei denen ich mich bedanken muss. Das sind unter anderem meine Nachbarn. Ich habe da jetzt noch so ein Anliegen, jetzt wo ihr alle vor mir steht. Ich bin schon eine ganze Weile mit Jenny zusammen. Jenny, es fällt mir jetzt nicht leid. Willst du mit mir shoppen gehen? Vielen Dank. Unser neuer Jungschützenkönig für 2015 mit dem 343. Schuss wurde mein Sohn Tobias Pierschel. Lieber Ralf, nun ist es ein Jahr her, dass du den Adler unter großen Jubel von der Stange geholt hast. Zusammen mit Petra zum Schützenkönigspaar gekrönt wurdest. Ein Jahr, in dem viel passiert ist. Ihr habt als Königspaar mit eurem Hofstaat auf vielen Schützenfesten teilgenommen, die nachbarschaftlichen Schießen besucht und wie das die Vereinsveranstalter mitgemacht und dabei viele schöne Stunden verbracht. Vor einem Jahr wusste ihr nicht genau, was auf euch zukommt. Aber mit viel Freude und immer guter Laune habt ihr das Bestes gemacht. Manche Wochenende waren sicherlich anstrengend, aber im Rückblick unvergessen. Ihr habt unseren Verein immer würdevoll vertreten. Für diese schöne Zeit mit euch sagen wir herzlichen Dank. Lieber Schützenverein Espelkamp Alt, ich möchte mich im Namen meiner Frau und im Namen recht herzlich bedanken, dass ihr uns dieses ganze Jahr über tatvoll unterstützt habt. Es war ein sehr schönes Jahr und ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwann mal Lust hat, am Adlerschießen teilzunehmen, das bis zum Ende auszukosten.
man weiß eigentlich gar nicht, was einem nachher irgendwo entgeht, wenn man das nicht bis zum Ende mitgemacht hat. Recht herzlichen Dank. Danke und allen Hut ab. Danke.
Judith, das große Dank an alle Gardinerinnen, meine Königin. Wirklich eine bezaubernde Königin, wie sagen. Und eine Sache dazu. Gut, und jetzt würde ich sagen, machen wir schnell weiter, weil wir müssen noch Königin im Bett. Morgen ist wieder ein Arbeitstag. Und vielen Dank an alle, die noch hier seid und alle, die gleich noch kommen und das hat auch viel Spaß gemacht. Danke auch an meine wunderschöne Königin. Natürlich auch ja, auf viel hätte ich eigentlich gar nichts zu sagen. Ich würde sagen, jetzt hier erst Spaß machen. Bis dann. Here.